liebe Kochgemeinde, das ist ein Rinderfilet, logischerweise. Was kann man aus dem Filet machen? Zum Beispiel ein sensationelles Tartar. Ich habe das Filet mit einem Messerchen klein geschnitten. Dazu kommen fein geschnittene Zwiebelchen oder Schalotten. Dann ein paar Kapern und vielleicht so klein am Rande. Ich mache für euch wirklich ein sensationelles, kurz angebratenes Tartar, Kategorie Oberlecker. Das Fleisch, die Kapern und die Zwiebelchen hier in so eine Schüssel rein und dann kommt dazu ein bisschen richtig scharfer Senf. Traut euch, ein richtig ordentlich scharfer Senf. Dazu, kleiner Profi-Tipp, schaut mal her, was ist das? Kein Ketchup, sondern eine Barbecue-Soße. Ein bisschen Fleur de Sel, vielleicht noch ein paar Sardellen. So, dann tun wir jetzt einfach hier eine rein. Wer Glück hat, beißt auf die Sardelle, die bringt so ein bisschen Power rein. Und jetzt wird das Ganze kräftig geknetet und kommt auf den heißen Grill. Ja. Pfeffer fehlt, oder? Ja, okay. Also, dann Pfeffer noch rein. So, wir wollen ja nicht, dass das Ganze zu scharf wird. Und jetzt das Ganze schön in Form bringen und dann auf den Grill legen. Entweder ein schöner Grill oder, was ich habe eine sensationelle Grillplatte. Die kann man direkt auf den Induktionskochfeld legen. Tolle Idee. So, und jetzt mache ich so kleine, feine, leckere Buletten. So sehen die aus. Und ich brate die nur ganz kurz an. Also auf den heißen Grill legen und dann angrillen, sodass unten die Schicht ein bisschen braun wird. Das reicht vollkommen. Ich will ja ein Tartar, aber ein angebratenes Tartar. Und dieses angebratene Tartar ist wirklich richtig lecker. Hier habe ich ein bisschen Paprika angebraten. Zu dem angebratenen Paprika mache ich sehr gern, kommt ein bisschen weißer Sesam. Und jetzt, Achtung, schaut mal her. Einmal vorsichtig wenden. Jetzt habe ich da ein schönes Grillmuster. Und dann kommen wir zum Anrichten, im Prinzip. Also, schöne Paprika gebraten. Die lege ich jetzt einfach mal hierher. Und die können ruhig ein bisschen braun sein. Ja? Dann kriegen die so Röstaromen. Stellt euch vor, das wäre ein prima Teller. Das angebratene Tartar hier mit dazu. Und jetzt muss es mein Kameramann natürlich ganz sensationell nah aufnehmen. Obendrauf habe ich hier so ein bisschen Mayonnaise angerührt mit etwas Sushi-Essig. Dazu ein bisschen schwarzen Pfeffer, ja, vielleicht ein paar Kapern noch. Außen rum und oben, was darf nicht fehlen? Das mediterrane Gold. Und da kommen ein paar so Chips hier oben drauf. So, nah hin, Freunde der Nacht. Nochmal ein bisschen Pfeffer oben drauf. Das ist die Nahaufnahme. Das ist unser Gericht, angebratenes Tartar. Kocht es mal nach, ein bisschen Sardellen, Kapern rein, Barbecue-Soße, bisschen scharfer Senf. Fleur de Sel darf natürlich nicht fehlen, ein bisschen Garnitur kommt hier oben noch drauf. That's it. Schreibt mir eure Kommentare, würde mich interessieren. Guten Appetit, wir sehen uns, der Christian.